So, dann schauen wir mal. Kurze Pause später, kurze Ablenkung später geht's voran. In die Richtung, genau. Vielleicht kriegen wir ja auch das Tässchen vorher noch. Das Panorama bei Panzerwanderern weiß ich noch nicht. Aber das Gefäß könnten wir hinkriegen. Der Medizinbeutel war voll, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Da muss ja eine sehr alte. Noch ein neues Banditenlager. Was soll denn der Käse? Das ist kein neues, ne? Hier unten ist die Quest und hier oben ist das Lager. Gut, dann vergessen wir die Tasse erstmal. Markierung weg. Das möchte ich jetzt nicht. Aber ich muss genau auf die andere Seite von dem Lager, wie es aussieht. Na, großartig. So war das nicht geplant. Aber was soll's? Hab ja keine große Wahl. Wahrscheinlich komme ich dann wieder an Neil vorbei, ne? Bin ich jetzt einmal drum rumgerannt mit meinem Glück. Gut. Da hinten ist ein blaues Licht. Das ist immer noch diese dämliche. Das Land dürstet nach Regen. Ich Ja, ich weniger. auch nicht, Aloy. Ich auch nicht. So, sind wir jetzt einmal drum rum um das dämliche Lager. Das sind wieder diese Behemoths. Oh, ich will nicht. Ich muss auch nicht, wie es aussieht. Okay. Sehr schön. Warum nicht gleich so? So gefällt mir das. Das Lagerfeuer noch aktivieren und dann. Ja. Könnten wir ja noch hier mal einen kurzen Speicher machen. Ich bin nicht da. Ihr seht hier nur eine Fata Morgana. Oder was auch immer. Ihr bildet euch das ein. Lasst mal eure optischen Sensoren überprüfen. So, welcher nette Mensch hat hier denn schon wieder eine Brücke gebaut? Ein Stürmerareal. Was waren denn gleich nochmal Stürmer? Waren das? Eine Händlerin. Nee, ich muss jetzt Handel treiben. Du kannst da hinten schnaufen, wie du willst. So, was kaufen wir uns denn Schönes? nee, nicht verkaufen. Was können wir uns denn Schönes kaufen? Outfitbeutel ist voll. Na, schönen Dank auch. Wenn das so ist, dann mache ich jetzt erstmal diesen da. Zum Verkauf. Das. Objektherstellung. Aha. Aber wenn die dann hier schon wieder sagen, eine Händlerin kurz vor dieser Brutstätte, heißt das damit, ich kann mein Inventar ausdünnen? Oder heißt das, ich sollte mir besser alles Mögliche an Sprengkraft kaufen, was ich habe oder was ich finden kann. Wäre dann jetzt die Frage. Waffen verkaufe ich keine. Modifikationen. Naja, können wir ja mal hier loswerden. Da findet man sicher neue. So, das. Die sind dann auf jeden Fall weniger wert. Lila ist das meiste wert. Also ist das wahrscheinlich auch das mit dem meisten Effekt. Fallen und Tränke. So. Was hast du für Waffen? Pfeile brauche ich nicht. Das ist ja alles nur Munition, gehärtete Pfeile, Metallbolzenpaket. Das können wir doch alles momentan selber herstellen. Das sind ja gar keine Waffen, das ist nur Munition, was die hier hat. Ach, das ist ja doof. Ach so, haha.
Waffen. Man sollte auch bei den Waffen gucken. Gut. Die Frage ist, brauche ich hier was Neues? Oder komme ich mit dem zurecht, was ich habe? Dann würde ich nämlich jetzt versuchen... Nee. Bin nicht da. In ein rotes Gras zu kommen. Und mich ein bisschen anzupirschen an die süßen kleinen Widder. Müssten es wieder sein. Na, kommst du her? Kommst du her? Kommst du her? Gehst du down? So. Hat irgendwer irgendwas mitgekriegt? Da ist ein Fragezeichen. Schön langsam. Ganz ruhig. Ah, da kommen noch mehr an. Aha. Großartig. Gut, solange der da hinten links von mir bleibt, wo er ist, ist mir das alles recht. Ja? Stiller Schlag? Okay, jetzt halte ich das Tier für wirklich dumm. So. Nächster, bitte. Nächster, bitte. Will noch einer? Oh, nicht die. Die finde ich so scheußlich. Gut, sind erstmal wieder weg. Optional das Ausrüstungsversteck. Na, ich würde es aber schon mal mitnehmen. Wieso ist denn hier kein Gras? Ach, der war das bestimmt, der da vorhin suspekt war, hinterm Berg. Gut. Nichts passiert. Ah, jetzt kommt der. Gut. Eventuell kommt der. Das hier macht mir wiederum nach wie vor richtigen Spaß. Wie ich gestehen muss. Richtigen Spaß. So, komm her, kleiner Freund. Da war es nur noch einer. Den könnten wir auch überbrücken und reiten. Aber keine Ahnung, ist das da hinten Schöpfers Ende? Auf jeden Fall ist das ein altes Gebäude, oder? Komm her. Na du? Gut, Lohe ist immer schön für unsere Sprengfallen. Klar, wir hätten ihn reiten können, aber ach. Wir sind doch fast, sieh sich das fast am Ziel, da brauchen wir das doch nicht. Da oben sind nur die Vögelchen. Gut. Da lang. Wisst ihr gern, was das ist? Können wir schon mal hingucken irgendwann. Irgendwann. Was war das? Das hier ist ja wieder so ein komischer Panzer, so ein Gefährt. Keine Ahnung, vielleicht... ist da auch wieder irgendwas versteckt? Irgendein Schriftstück oder so? Leute, ich bin neugierig. Ihr kennt das doch. Vielleicht kann ich sie nach Eklipse. Die Dämonen müssen auferstehen, bevor der Boden wieder friert. Okay. Ja, nee. Leute.
Ja, hier bewegen sich Schatten. Hey Leute, bleib doch nicht... Bleib doch nicht immer gleich stehen, wenn ich hier... Gut, ja, alte Ruinen. Natürlich sind da Banditen. Hätte ich auch eher wissen können, denken können, vermuten können. Ah, dumme Nuss. Da war ich wieder einmal kurz abgelenkt. Von diesem Anblick eines interessanten Bauwerks. Und prompt geht's schief. Was seufzt du so? Seufzt du so? Ah, die ziehen ab. Alles klar. Dann, wo ist das Geheimversteck? Und wieso liegt hier schon wieder Schnee? Das ist doch ekelhaft. Ah, hier. Okay. Genau da, wo er gesagt hat. Keine Ahnung, ich konnte ihm nicht so wirklich zuhören. Ihr habt das wahrscheinlich besser mitgekriegt. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte. Und warum soll ich Erfolg haben? Oh, verdammt. Bitteschön. Wow. Ah, es sind wieder Ruinen. Schöpfers Ende war also eine Stadt. Eine große. Gut. Aber warum ist denn da ein verdorbenes Viech unterwegs? Verdorbene sind doch scheiße. Das ist ein ganzes Stadtareal, aber wir müssen einmal durch. Natürlich mit Feinden gespickt. Wie sollte es auch anders sein? So. Also werden wir das wohl nicht schnell abhaken. Ich dachte, das ist wie diese Brutstätten hier. Dass man da besser mal schneller mal rein kann. Wo ist denn ihr Kopf? Dann also auf die harte Tour. Kill und Kopfschuss. Okay. Dann sehen wir wenigstens mal, wo überall welche sind. Keine Ahnung, ob die hier hoch können. Oh ja. Was soll denn diese Gemeinheit? Spinnt wohl. Verdorbene Wächter. Als Wachposten. Auch. Die Eclipse und verdorbene den Maschinen. Kann ich mit einem stillen Schlag. Sie arbeiten zusammen. Ich glaube, auch den können wir. Die Eclipse und verdorbene Maschinen arbeiten zusammen. Ist er jetzt wieder weggegangen? Gut. So viel dazu. Wo ist das Maschinchen? Kommt das mal hier hoch? Was haben die jetzt schon wieder gesagt? Passt auf. Komm, kleiner Kerl. Eigentlich muss ich ja nur einmal drum rum, ne? Könnte ich vielleicht auch über die Seile... Theoretisch. So. Damit wäre der schon mal weg. Die haben was gehört. Das sind aber nur Viere. Die ein bisschen alarmiert scheinen. Gut. Wenn es nur vier sind. Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. Was heißt denn hier Spaß verderben? Aloy. Das ist gemein. Wieso schießen die dann hier hoch? Das finde ich nicht so nett. Da muss ich ja nochmal auf Blümchensuche gehen, bevor wir irgendwas weiter tun können.
weiß aber nicht, ob hier so viele Blümchen wachsen. Und ich weiß auch nicht, ob so viele von... ob ich das so oft hinkriege, meinen Medizinbeutel wieder aufzufüllen. So, das Lagerfeuer haben wir ja entdeckt, also alles gut. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwo ein paar rote Blümchen finden. So ist das ja echt mies. Hier wachsen doch Dinge. Heilend. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Heilend klingt gut. Okay, da ist ein Panzerwanderer, da will ich nicht hin. Wir könnten noch eins gebrauchen. Ein einziges. Ist das hier was? Schockwachswurzel? Nee. Schock nicht. Das da eventuell. Super. Beutelchen wieder voll. Weiter geht's. Zweiter Anlauf. Wachsen die nach, die Pflanzen? Ich glaube, ja. Ich glaube, die wachsen nach. Die Frage ist, kann ich auch richtig außenrum einfach... Also, ich denke, der Wächter hat was gesehen da hinten. Kann ich auch richtig ausmachen? Verdorbene Zone. Ne? Ja. Questmenü. Mir reicht aber erstmal die Karte. Okay, so viel zum Thema richtig außenrum. Stufe 27. Eigentlich müsste ich jetzt nur gerade dahinter. Eigentlich. Was haben wir denn hier schon wieder? Ich bin vom Schneematsch schon total durchnässt. Ja, heul doch. Ich habe gerade andere Probleme. Das ist unnischt. Auch kein guter Weg. Mann, Mann, Mann. Okay. Hier ist auf jeden Fall rotes Gras. So. Den können wir uns ranrufen. Das ist schon mal... Soll ich jetzt die Stadt untersuchen oder gibt es hier irgendwas unter Tage? Eigentlich. Bäh. Tut mir das schwarze Geblubber jetzt eigentlich noch Schaden? So, wie sieht's denn jetzt aus? Da hocken welche, da hocken welche. Kann ich von dem Gras aus irgendeinen schon erwischen? Ah, Eloy. Dumme Nuss. Ist hier Blut im Schnee? Sieht fast so aus. Oder hat da jemand... Nein, nein, ich frag nicht. Ich will's gar nicht wissen. So. Wieder ist einer weniger. Wieso gibt's denn hier so viele Ratten? Wieso sind denn da schon wieder zwei, die da hocken? Fragen über Fragen. Und da sind auch welche. Und was hocken die da vor allem? Was tun sie? Fällt gar nicht auf, dass der tot ist. Na, die sind schon wieder zu zweit. Das ist das Problem. Die werden sofort suspekt, wenn da... Hab ich da nicht ihn vorhin umgebracht davon? Ah. Hatte ich eigentlich, ne? Das sind aber wieder die, die sowas komisches verschießen. Sie werden angegriffen. Sie steht jetzt... Sie steht... Steht vielleicht, aber... Könnte schlimmer sein, nicht wahr? Na, da bin ich nicht. Komm her. Komm einmal ums Eck gescheißert, bitte. Obwohl, wenn der alleine herkommt, können wir hier auch wieder still im Schlag. Ist vielleicht gerade günstiger.
Und weg. Eloy, lauf einfach. Wenn ich sage weg, dann lauf. Dumme Kuh. Einfach weitergehen. Ja, das sag ich dir. Einfach weitergehen. Das sag ich dir, Aloy. So, den haben wir noch losgekriegt. Dann habe ich jetzt nur noch 4 Fragezeichen. Die 4 Fragezeichen, sehr schön. Hier ist nichts. Ah, lila Kiste, okay. Können wir dann mal reinschauen? Ist vielleicht sogar schon eine Tasse wieder. Jetzt beruhigt euch doch. Hier ist doch nichts Schlimmes los. Trümmer durchsuchen, altes Gefäß. Ja, seht ihr? Da haben wir wieder ein Tässchen. Gut. Plündern. Sind die jetzt immer noch wieder zu zweit da hinten? Da ist jetzt gar keiner mehr. Okay. Das heißt jetzt... Der ist weg. Da läuft noch einer rum. Wo könnte ich mich denn jetzt noch anpirschen? Wo ist denn nochmal... rotes Gras zum Verstecken. Preisfrage. Oder gehen wir jetzt lieber oben rum? Kann ich jetzt wieder hier durch das Gebäude irgendwie? Da war ich ja vorhin schon mal unterwegs. Ja, da soll ich hin. Da ist noch ein Wächterlein. Ah, und da ist ein Menschlein. Nicht hinter dem Ding, bitte. Kopfschuss. Sehr gut, der ist weg. Dann bin ich auch weg. Zumindest erstmal weg. Irgendwer hat es mitgekriegt, dass der Mensch gestorben ist? Der Wächter bestimmt. So. Weiter geht's. Würde ich denken. Wo ist das Maschinchen, was ich hier höre? Weit weg kann er nicht sein. Da unten. Ja, toll, Aloy. Ganz toll. Wieso musstest du jetzt den Stein dahin werfen? Manchmal ist sie wirklich eine dumme Nuss. Kann das sein? Steht ein Kran. Okay. Dann können wir es vielleicht so machen. Schauen wir mal. Kommst du hoch? Oder verbuggst du dich dann? Schaffst du den Aufstieg? Ja, das schaffst du doch, oder nicht? Kleiner Freund. Haben die eigentlich auch was, was man ihnen abschießen kann? Gar nicht dumm, der kommt hier hoch. Nur bis er hier ist, hat er wieder vergessen, dass er hoch wollte. So. Dann plündern wir das kleine Kerlchen. Das ist alles andere als Schrott. Ja,
sagt jeder Messi.